Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Was machen wir heute? Wir testen die Restaurant-Empfehlung von Elias. Der gute Elias sagt, das ist eins der besten Restaurants in ganz Berlin. Mein Portemonnaie wird bluten, ihr werdet sehen. Ich bestelle nämlich einfach genau das gleiche, was der gute Elias bestellt hat. Viel Spaß im Video. So, da sehen wir schon ein paar Kleinigkeiten, Leute. Oh, nee, das blenden wir vielleicht auch erst später ein. Wartet mal ab. Na, wie gefällt euch der Überraschungseffekt, hä? Wie gefällt euch? Schön offene Küche, das ist immer geil. Oh, da seht ihr die Flammen. Der schöne Grill. Direkt am Fenster werde ich Platz nehmen. Oh, hier sind auch noch zwei Boxen. Oh, ich weiß nicht, ob draußen sogar besser wäre. Okay, es geht jetzt rund. Ich habe bestellt. Oh, wieder auf Englisch. Ey, Mann, das ist, ich mache demnächst Englischkurs. Ich schwöre es euch. Also ich würde jetzt mal behaupten, jeder YouTuber hat Angst vor Musik. Es macht mir so maximal Angst. Die Musik ist so laut und wahrscheinlich wird sowieso nichts passieren. Aber ich habe Angst. Die Musik ist laut. Ich werde euch jetzt gar nicht sagen, was ich bestellt habe. Es kommen drei Gänge. Ich habe exakt das bestellt, was der gute Eli bestellt hat. Wenn ein Fehler ist, scheißegal. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, und ich freue mich. Wir sehen uns gleich bei, ich nenne es mal Runde 1. Da wilde Sachen dabei. Und ich glaube, das wird teuer hier. Also wenn wir unter 200 Euro kommen, sind wir gut. Seht ihr, wie entspannt ich hier sitze? Ja, ich hoffe, Essen kommt gleich hier. Da soll es rappelvoll werden gleich. Thank you. Oh, danke schön. Ah. Oh, it smells like it's citrus. Citrus, exactly. Thank you very much. Okay. Das mit diesem warmen Handtuch erinnert mich an Sauna. Und dann an die eine Thai-Massage, die mir der Mann gegeben hat. Einmal nebenbei, was wirklich sau wichtig ist, ist dieses Wasabi. Glaub mir, das gibt Endgegner-Kick. Also die, die es öfter essen, wissen es, ist nicht jedermanns Sache, das Wasabi, aber das macht einen dicken Unterschied. Viel Spaß bei Runde 1. Wir beginnen mal mit Pink Alaska. Lachs, Avocado, Frischkäse und Lumpfischroggen. Wild, 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 wild. Scheiße, ey. Ich kann nicht mit Stäbchen essen. Das kann was werden, Leute. Ich muss mit Hand essen sonst. Ich versuche aber. Irgendwann habe ich es letztens hingekriegt. Ich bin ja absoluter Fan von Frischkäse im Sushi. Generell, ihr kennt das ja auch, ich sage es mal beim Döner, an den Döner gar nicht unbedingt. Wo haben wir gute Beispiele? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben öfter mal Gerichte, wo dann halt eben diese milchige Komponente gegenkommt. Das ist immer ein willkommener Gast, sag ich mal so. Weil wir so viele Gerichte haben, versuche ich zu jeder einzelnen Komponente vom so einem Teller jetzt nicht zu viel zu sagen, mich erstmal kurz zu halten. Frischkäse schmeckst du tatsächlich kaum. Was geil ist, was wirklich geil ist, ist diese Reisschicht halt außen. Und ich kann euch auch sagen, warum. Das, was normalerweise draußen ist, diese Algenblätter, sind halt hinter dem Reis verpackt. Und das ist geil vom Biss. Du hast erst diesen weichen Reis und dann diese verhärteten Biss in. Geiler Effekt vom Mundgefühl. Und dann minimal der Frischkäse. Ganz leicht. Ich habe Sushi gehabt, wo es sehr präsent war. Finde ich auch sehr geil. Hier eher Avocado im Vordergrund, aber auch cool. Das haben wir. Spicy Tuna, Thunfisch, Gurke, scharfe Soße, Masago, Kataifi und Kresse. Das ist der Vertreter hier. Ich weiß, ihr knechtet mich wieder übelst in den Kommentaren, wenn ich es jetzt nicht mit Stäbchen mache. Ihr habt gesehen, ich kann es. Ich muss ja nicht die ganze Zeit jetzt unbedingt euch das wieder beweisen aufs Neue, aber ich mache trotzdem. Aber man kann nicht richtig von innen sehen. Ich will euch das von innen zeigen, das ist viel besser. Also ihr seht, ich kann es. Ich bin kein Oberdulli. Also ich habe keinen Plan, was das ist, sage ich euch ehrlich, diese Masago Kataifi, ich könnte es jetzt googeln. Ist doch geil, ich google es. Für euch, Leute, damit diese Videos ein bisschen auch an Informationsmaterial gewinnen. Nee, scheiß drauf, Leute, ich habe keinen Bock, ehrlich nicht. Blenden wir ein, wir blenden das jetzt ein, was das ist. Das ist Masago und zum Beispiel Kataifi. Geiler Knusper, bisschen orangig, fruchtig, Weltfeeling. Ganz besonders alleine vom Biss, Leute, vom Biss, super. Außen das hier. Das ist so kross. Du Chip-Feeling, nur als Fäden, als ganz dünne Fäden. Vom Mundgefühl so. Eine ganz würzige, kräftige, scharfe Note noch im Nachgang. Beziehungsweise am Anfang auch schon, aber schießt noch mehr rein.
fruchtig, orangig, würzig, aber zugleich so ein bisschen Umami-Feeling. Einfach Power, einfach Kraft, geil. Wenn ich es direkt mal vergleichen kann, damit wir den Überblick nicht verlieren. Sehr geil gemacht, das erste, aber ich sag mal jetzt nicht außergewöhnlich. So im Vergleich zu anderen Sushi-Restaurants, wo man sagt, scheiße, ey, da ist es ja komplett anders. Aber einfach ein gutes Ding. Aber das hier ist außergewöhnlich, außergewöhnlich heftig. Wo du sagst, oha, das habe ich aber woanders so noch nicht gegessen. Knackige Gurke da drin. Dreimal gegessen, dreimal ein anderes Feeling gehabt gefühlt. Okay, eins habe ich nur gelesen. Masago Orange wird das gewesen sein. Das ist die am häufigsten verwendete Variante für Sushi. Bei Masago Wasabi wird, wie der Name schon vermuten lässt, etwas Wasabi. Jetzt muss man da wieder 1000 Jahre scrollen. Ich denke mal, mit Orange verfeinert wird da denn stehen. Oder ich bin gerade völlig dumm. Essen begeistert so hart, Leute. Ich denke mir manchmal immer wieder, manchmal hast du so einen Tag, oh, denkst, ui, ich will ja immer ein geiles Video auch für euch machen. Was will ich so erzählen können? Und hast natürlich auch manchmal ein bisschen Angst, so, oh, scheiße, was, wenn wieder so, wie wenn ein Standarddöner kommt, hast nichts zu erzählen, dann kommt so eine Wucht. Also das zweite Ding, das hat mich maximal zerfetzt. Das ist einfach geil, euch das mit euch teilen zu können. So, und jetzt haben wir noch Akaebi, argentinisch rote Garnelen, scharfes Gochujang, Avocado, Zuckerschoten, Miso Aioli, Forellenrock. Filmi, da müssen wir jetzt trumpfen. Wir müssen immer ein bisschen Infos einblenden. So auf geil, wie Filmi immer macht, mein Cutter. Das schön aussieht, wirklich, im Video. Jetzt hätte ich auch gern von dir einen Daumen hoch, wie du dich freust, dass du es raussuchen kannst. Filmi hasst mich gerade. Ah, sehr schön. Wir machen gleich weiter, aber hier schon mal die beautiful Bedienung. Thank you so much. Ich habe schon die nächsten Sachen bekommen. Boah, wir müssen jetzt hier Gas geben, ey. Ich zu viel Begeisterung hier. Also, ihr Lieben, Props gehen raus. Und alle, die jetzt hier kommen, nicht viele Videos von mir gesehen haben und gesagt haben, oh, macht doch von Eli, natürlich sagt das geil. Guckt euch einfach ein paar Videos von mir mehr an und dann wisst ihr Bescheid, dass das absolut nicht der Fall ist. Es ist sogar wahrscheinlich seltener der Fall. Ich nehme jetzt mit Hand wieder, damit ich euch zeigen kann, ne? Was für ein geiler Scheiß muss das denn sein? Miso ist immer Endgegner, Aioli ist Endgegner und das mit den Roggen oben drauf. Sesam-Feeling, wieder das Knacken. Bauen Sie gut ein bei. Mundgefühl so wichtig. Verschiedene Komponenten, weich, hart, knacken. Überwältigend geil. Ich wollte gerade sagen, Holle de Dulli, ist doch gar kein Sesam drauf. Doch, und sowas von. Und ich versuche sogar den hier zu zeigen. Von unten nochmal. Wer hat schon mal so ein Sushi von unten gesehen? Das macht keiner. Oder habt ihr schon mal jemanden im Restaurant so gesehen? Hä? Wie sieht denn aus? Nee, nee, aber mir kriegt ja auch das. Welt. Und Nummer 3. Tempura Garnelen, Thunfisch, scharfe Soße, Frühlingszwiebeln, Masago wieder. Ich bin Masago-Fan geworden, Mann. Ich verkleife meinen Spruch, was Fisch angeht, aber Dr. Holle von früher hätte da eine Lösung für gehabt. Oder eine bessere Beschreibung. Der war nicht meins. Zu fischig. Lassen wir es mal raus. Sorry, Eli. Wir beginnen mit Runde 2. Wir haben 3 wunderbare neue Sachen hier am Start. Lasst es euch schmecken. Das sehe ich schon wieder sehr gerne. Schön Limette und das wird fetzen. Jetzt noch Steak gegessen mit Limettenabrieb. Alter, hör auf. Liebe Grüße gehen raus an lieben Tomek, der mit größten Barbecue-Smoker Europas. Hör mir auf. Wir haben hier die Ebi Bites. Tempura, Garnelen, Miso, Aioli, Chili, Limette und Koriander. Muss ich auch meine Liebe für gewinnen. Immer mal wieder versuchen, auch wenn man was nicht mag. 1-2 Jahre später nochmal ranwagen und irgendwann fetzt das. Das Limettentuch, Mann. Ich gehe noch heute Thai-Massage. Und hier die schöne Chili drauf. Wunderbares, feines Ding. So lieben wir uns doch, so lieben wir es. Komm, fokussier mal. Jetzt zeigst du, was du kannst, Holle, mit der Kamera. Ganz hart im Biss, Koriander. Natürlich das Limettenfeeling. Wilde Dinger. Chili im Nachgang. Kannst du immer wieder sagen, da sitzt ein Künstler am Werk, Leute. Diese Abfolge. Wie habe ich es letztens schon gesagt? Da gibt es dann Konzerte. Da spielen 5 Instrumente gleichzeitig, alle fein aufeinander abgestimmt, leicht getaktet. Dann gibt es natürlich auch die Konzerte, wo nur eine Gitarre spielt, die auch sehr geil sind, wenn es der richtige Künstler spielt. Aber das ist so 3-4 Instrumente gleichzeitig und eine geile Abfolge. Genau getaktet. Jeder hat sein Timing, wann er einsteigt. Chili kommt genau im richtigen Moment. Limette in dem Fall, weil ich es drauf gemacht habe. Koriander. Das ist gewollt. Das ist kein Zufall bei so einem Ding. Da kommt nicht aus, weil zufällig mal Koriander um die Ecke, so habe ich mir mal so ausgedacht. Nein, das kommt genau dann, wann es kommen soll. Ist noch eine Soße unten drin. Knoblauchig, geil. Ganz hart. Panade. Hybrid würde ich sagen. Wie Chips auch wieder. Hat mir letztens auch schon eine Komponente vorhin. Und so ein Chicken Nugget Panade. Aber eine ganz harte, verhärtete, wie so eine Cornflakes Panade von der Härte. Aber hier auch noch irgendein Hybrid mit Chips. Bringt Spaß. Zu den Krabbenkroketten.
zerläuft von innen. Das ist so wie Kartoffelbrei, nur noch mehr verflüssigt. Milchanteil erhöht oder so, stark. Käsefeeling, als hätten sie Parmesan reingemacht. Geile, knackige Kruste. Schön scharfe, süße, säuerliche Soße obendrauf. Diese Soße obendrauf, Leute. Schon Wasabi drunter. Aber ich habe vorhin gesagt, wie wichtig Wasabi ist. Ich habe alles ohne Wasabi gegessen und es war einfach King. Das auch wieder recht nüchtern, recht unspektakulär. Gut gemacht, absolut nicht schlecht. Ich wüsste nicht, was man besser machen soll. So, aber das ist nicht das, was mich so flasht. Ist halt das, was ist. Reis, Wasabi, Lachs oben drauf. In Ordnung, kannst du kein schlechtes Hadern verlieren. Aber halt irgendwie, da hat mir so special-heftige Sachen drauf. Wir gehen in Runde 3 zu dem Wagyu-Stick. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Sieht wild aus. So, Eli hat es richtig gesagt. Zum Neutralisieren. Ich nehme jetzt auch wieder die Hand, um euch zu zeigen. Ingwer zum Neutralisieren. Geschmack neutralisieren, dass du gleich wieder fresh bist für die neuen Geschmäcker. Da muss ich auch sagen, das gefällt mir auch mal sehr. Mein Essen, wo ich kein schlechtes Gewissen haben muss, heute ein Video zu machen. Muss privat echt sehr darauf achten, dass ich gut esse, damit ich noch in Form bleibe. Hier alles ideal. Viel Spaß bei Runde 3. Argentinische Rotgarnele, scharfes Gochujang und Knoblauchbutter. Geil geröstet, schön kleine schwarze Stellen. Gewisse Süße, Rauchigkeit, da werde ich mich am Salz hier vergreifen. Saftig gut, aber nicht außergewöhnlich, sagen wir mal so. Teriyaki-Variante, Lachs-Teriyaki, Frühlingszwiebeln. Let's get on. Lachs super gemacht. Immer noch saftig, nicht trocken. Bisschen zu viel Teriyaki-Soße. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Kann man machen, aber auch jetzt nicht, weil Teriyaki-Soßen habe ich schon deutlich bessere gegessen. Die lebt eigentlich von ihrer salzigen Würzung, so eine leichte Teriyaki-Note, aber nicht zu viel Wumms. Eher eindimensional vom Geschmack, ja, aber immer noch lecker. Zur Runde 3, dem Wagyu-Stick. Ich vermute, die werden jetzt kaum Salzrauch gemacht haben. Riechst gleich den Rauch, richtig bitter sogar von außen. Tatsächlich, das ganze Restaurant hat weggefetzt des Todes, aber das enttäuscht ein bisschen, muss man sagen. Ich mach mal noch ein bisschen Dings drauf. Wirklich recht zart. Was für eine Wagyu-Quali das ist, kann ich euch aber nicht sagen. Hätte es auch roh betrachten müssen. Im Vergleich zu den richtig krassen Wagyu-Dingern ist das schon deutlich Abfall. Und diese Bitternote, weiß nicht, wodurch die von außen entsteht, ist halt der Kritikpunkt. Das Grillfeeling ist nice, das merkt man aber diese Bitternote. Eine feine Konsistenz, merkt schon, ist eine gute Qualität. Das letzte Stück war besser. Zur Gesamtbewertung, Leute. Kurz und knackig, schmerzlos, hart, kompromisslos, ehrlich. Pink Wolves, 8 von 10 Punkten. War super, war gut. Die AKEB kriegen von mir 9,5 Punkte. Super heftig. Genauso wie die mit dem Masago drin, auch 9,5. Absolut Endgegner. Dann sind wir bei Runde 2 gewesen. Ich fange mit Nigiri an, gibt von mir auch 8 von 10. War für mich auch sehr geil, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich besser als woanders. Krabbenkroketten kriegen auch von mir 9,5 Punkte. Ganz wild, ganz heftiges Teil. Die Ebi Bites kriegen von mir 9 von 10 Punkten, auch ganz stark. Die Dinger mit diesem Fischgeschmack drin, ich möchte sie gar nicht bewerten, weil die waren einfach nicht für mich, weil ich diesen Fischgeschmack nicht mag. Muss man sich vorher informieren, was da drauf ist und dann darf man sich auch nicht beschweren. Ich habe sie jetzt einfach so genommen, wäre unfair, die jetzt zu bewerten. Deshalb sage ich da nichts zu. Abfall hinten nur, also Abfall von den Punkten her, hinten die Sticks. Die fand ich jetzt nicht so außergewöhnlich. Hätte bei dem Wagyu eine 7 von 10 gegeben. Garnelen 7,5. Da stand eigentlich, hier gehört irgendeine Soße zu. Die habe ich nicht bekommen. Die wäre wahrscheinlich benötigt gewesen, dann hätte ich auch besser abgeschnitten. Genau, das noch dazu. Shark Teriyaki 7,5. Alles entspannt. Alles gut, alles lecker. Aber für mich der Star waren vorher die House Rolls, beziehungsweise generell die Rolls am Anfang. Super geil. Super geil, erfolgreich. Danke Eli für den Tipp. Super lecker gewesen. Kuss geht raus. Und in dem Sinne sage ich, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne den Daumen oben scheppern, Kommentar da, was ihr zum Video sagt. Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal.